Salut und hallo, hier ist wieder euer Micha von der Biokoch. Wir zeigen heute eine Gulaschsuppe. Die Zutaten dafür sind Rindfleisch, dann ganz normale Gewürze wie Salz, Pfeffer, Paprika natürlich, ein bisschen Öl zum Braten, eine Brühe, das kann eine Gemüsebrühe sein, eine Fleischbrühe, Hühnerbrühe, was ihr so habt. Zwiebeln natürlich, Paprika, am besten immer zwei Farben, sieht immer ganz nett aus. Ich bevorzuge gelb und rot. Tomatenmark, dann das typische Gulaschgewürz, das besteht aus Knoblauch, Zitronenschale, Majoran und Kümmel und Kartoffeln. Und wer mag, das machen wir vielleicht doch, müssen wir gucken, kommt noch ein bisschen Maisstärke rein zum Binden. Okay, wir starten, indem wir das Fleisch erstmal fein würfeln. Kann man ja auch beim Metzger so kaufen, bestellt man sich das einfach. Das kann alles Mögliche sein vom Rind, ne? Bug, Keule, Nacken. Das ist mehr hier Richtung Rindernacken. Ein Stück. Ich mag es halt ein bisschen zu durchwachsen. Tut dem Ganzen schon ganz gut. Nein, es sind so Würfel, wie ihr es mögt. Das ist immer Geschmackssache. Ich sag mal so, meistens beim Metzger zu kaufen, kriegt man für Gulaschsuppe einmal eins. Also einmal 1 cm. Ja, passt hier so ungefähr, sag ich mal. Aber wenn ihr es lieber größer mögt, dann macht ihr es größer. Ne? Das muss ja nicht so sein. Ne? Für dich. Also Rindfleisch klein schneiden. Und dann braten wir das Ganze erstmal an. So, ist also ein ganz normalen, neutralen Öl. Ich verwende dafür mal Rapsöl. Anbraten. Auch schön anbraten lassen. Nicht zu wild rühren am Anfang. Das ist schon ganz wichtig. Ja, während das Rindfleisch brät, schneiden wir jetzt unsere Zwiebeln und unsere Paprika einfach in ungefähr gleiche Würfel. So, dass das ein schönes Bild ergibt, ne? So, ne, passt das. Paprika zeige ich noch einmal ganz schnell. Das ist die einfachste Variante, so runterzuschneiden. Okay, ich schneide mal weiter. Dann geht es nachher weiter. Ja, ungefähr alles zu gleichen Teilen. Und dann kommt es zum Rindfleisch hinzu. Wir können da schon mal ein bisschen Pfeffer und Salz würzen. Dann lassen wir es auch schön anschwitzen. Während das jetzt am Braten ist, kommt Tomatenmark hinzu und weiter braten lassen. So, in der Zwischenzeit machen wir mal unser Gulaschgewürz. Das besteht, wie gesagt, aus Knoblauch. Schälen wir dafür. Hier diese Schalen, die könnt ihr zum Beispiel in eine Gemüsebrühe mit reinwerfen, ne? Oder in eine Fleischbrühe. Zitrone. Bio-Zitrone, in dem Fall ganz, ganz wichtig, weil sie unbehandelt ist. Da reiben wir sie ab. Wenn ihr sowas nicht habt, so einen Zestenreißer, dann nehmt ihr einfach ein Messer. Schneidet es dünn weg, ne? Geht ein bisschen schwieriger, aber man muss ja nicht dafür sich so ein Gerät hier kaufen. Gut, ich hab's, also kann ich es auch benutzen. Da Kümmel und Majoran. Knoblauch schneiden wir ein bisschen klein. Könnt ihr noch pressen jetzt. Kommt da ein bisschen Salz drauf, dann wird das zerrieben. Kann man auch mörser machen,
Wie gesagt, es gibt immer viele Wege nach Rom. Das ist jetzt hier, wenn man es nur mit dem Messer macht. Ne? Kann auch noch mal ein Stück rüber hacken, damit die Zitronenschalen einem ein bisschen zu groß sind. Oder den Kümmel etwas zerdrücken will. Manchmal ist er sehr trocken. Dann muss man den auch noch mal so anschneiden, schneiden regelrecht. Man kann es auch im Mixer machen mit Öl. Wie gesagt, viele Wege führen nach Rom. Das ist also das richtige Gulaschgewürz. So sieht's aus. So, jetzt ist es schön angebraten. Wir haben diesen tollen Satz hier, das ist ganz wichtig. Jetzt geben wir ein Stück von unserem Gulaschgewürz hinzu. Ich habe natürlich einfach zu viel gemacht. Das lässt sich auch in ganz kleinen Mengen auch nicht zeigen. So, Gulaschgewürz hinzu. Einmal umrühren, wenn wir noch wollen. Und dann mit der Brühe, wie gesagt, Gemüse oder Fleischbrühe, was ihr habt, auffüllen. Man könnte auch einen Schluck Rotwein hinzutun, würde auch sehr gut schmecken. So, jetzt wird das Ganze erstmal gar kochen gelassen. Hier kommt es dann wirklich zum Tragen. Was ist es für ein Rindfleisch? Wie lange kocht es? Das kann man wirklich schwer sagen. Meistens, sage ich mal, wenn ihr das jetzt so dreiviertel Stunde, Stunde langsam vor sich hinkochen lasst, ist es gar. Wenn ihr ganz Hochwertiges habt, ist es auch eine halbe Stunde gar. Ja, wenn die Suppe jetzt vor sich hinkocht, machen wir die Kartoffeln. Die kommen ungefähr 20 Minuten, eine halbe Stunde vor Schluss mit rein. Wenn ihr also merkt, das Rindfleisch ist, ja, so gut, so langsam wird es gar, ne? Dann bereitet ihr die Kartoffeln vor, ganz normal schälen, so dünn wie es geht. Klar, ne? Ich habe jetzt keinen Sparschäler, aber geht ja auch mit dem Kartoffelmesser. In Würfel schneiden, auch wieder so, wie wenn ihr die Paprika in Würfel schneidet. Oder die Zwiebeln. Wie gesagt, immer alles eine Größe. Und dann zur Suppe geben. Und weiter köcheln lassen. Ich habe natürlich was vergessen. Paprika steht die ganze Zeit vor meiner Nase. Kommt natürlich mit rein. Ganz wichtig. Ja, die Suppe ist ja so gut wie fertig. Wir binden sie ein bisschen nach. Dafür haben wir einfach Maisstärke. Kaltes Wasser. So ein ganz kleinen Schluck kaltes Wasser. Dann geben wir das in die Gulaschsuppe hinein. So nach und nach, so ein ganz kleines bisschen. Ich mache erstmal so ein bisschen. Und dann lässt man das eine Minute köcheln. Dann ist das schon gar. Und dann können wir servieren. Ja, jetzt können wir anrichten. So ist sie schön gebunden. Leicht sämig. Wenn ihr jetzt zum Beispiel mehlkochende Kartoffeln habt, braucht ihr sie nicht nachbinden. Die zerfallen dann mehr. Ich habe eigentlich immer Linder im Haus. Ich mag sie halt besonders gerne. Da muss man halt leicht nachbinden. So. Et voilà. Bon Appetit, wünsche ich euer Bierkoch. Ja, unten läuft der BLT-Sandwich an, unser Klassiker aus den USA. Das ist ein super leckerer Sandwich für zwischendurch. Bis demnächst hier im Kanal.